der B239 in Bad Salzuflen ist es am späten Donnerstagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Laut Zeugenberichten hatte der 61-jährige Fahrer eines Kieslasters die rote Ampel auf der B238 übersehen und war ungebremst in den Kreuzungsbereich mit der Lockhauser Straße gefahren. Ein 50-Jähriger in einem Citroën hatte keine Chance auszuweichen und es kam zur Kollision. Der Laster geriet ins Schleudern, durchbrach eine Baumreihe und kam mit der Spitze an einem 3 Meter erhöhten Feldrand zum Stehen. Das Abschleppunternehmen musste vor dem Aufladen einen entwurzelten Baum unter dem LKW hervorziehen. Anschließend wurde der Laster mit einer Seilwinde langsam aus der Böschung gezogen. Beide Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt.